Hallo, ich bin der Ben. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin Alkoholiker. Ich bin der Armin und ich bin auch dabei. Hast du gefurzt? Nein, Mann! Das ist dieses Drecksteil. Oh Gott! Das ist dieses Drecksteil! Und ich soll hier mit dem sitzen, hör auf! Ich hab dich gefurzt! Einfach gefurzt! So, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ja. What's up, guys? Ich bin der Basti, das ist die Anna. Und wir quatschen heute über den Lockdown. Ich bin der Ben, ich tätowiere seit 7 Jahren und momentan bin ich arbeitslos. Ich bin Silas, Mami, I'm sorry, Corona. Wir sind Gott sei Dank zwei, genau. Und ich sag's deswegen Gott sei Dank, weil man ganz schön viel auf einen abwälzen kann. Das stimmt. Hi Leute, ich bin Dennis, ich arbeite bei Mami, I'm sorry im Management. Ich bin Amaniel, ich bin jetzt seit fast 2 Jahren bei Mami, I'm sorry dabei. Ich bin hier im Management. Also Ben, du Tätowierer, wie war der Lockdown bisher für dich? Jetzt ist ja schon der zweite. Also der erste, da habe ich echt wirklich fast gar nichts gemacht oder wenig gerade für mich gezeichnet oder so, habe ich sehr viel gechillt und daheim renoviert. Aber jetzt im zweiten Lockdown, ich spüre das einfach gar nicht. Also ich zeichne jeden Abend oder versuche jeden Abend zu zeichnen. Ich hatte auch in der Woche die Schüler von der AK, von der Akademie, habe die dort eine Woche unterrichtet. Also bis jetzt geht's eigentlich. Fernsehen geschaut? Ich schaue gerade Gilmore Girls, ich bin schon bei Staffel 5. Für alle, die Gilmore Girls. Gilmore Girls heißt Gilmore Girls. Also Gilmore Girls. Gilmore Girls, Gilmore Girls. Ich trinke Wein. Wein ist fein, das macht alles einfacher. Nein, das sollte man, glaube ich, nicht sagen. Nee, Wein? Rotwein? Weißwein? Was für Wein? Rotwein. Always. Oh. Ich habe versucht, die Kunden, die wir jetzt haben, die leider keinen Termin haben können, anzuschreiben, zu kontaktieren und zu sagen, wir bieten euch gerne einen neuen Termin im neuen Jahr an, sobald wir wieder öffnen dürfen. Und sind sie gepisst oder sind sie cool? Oder also man muss sagen, dass wir, ich glaube, mit die coolste Community und die coolsten Kunden generell haben, weil alle super, super professionell mit der Situation umgehen. Nicht nur wir, sondern auch die Kunden und alle sehr, sehr viel Verständnis am Ende dafür haben. Wie ist es bei dir? Tatsächlich kriege ich, also ich habe weder den ersten noch den zweiten Lockdown mitgekriegt, dadurch, dass wir eigentlich dann an den ganzen Sachen gearbeitet haben, die immer so auf dem Schreibtisch lagen und wenn wir mal Zeit haben, die haben wir dann angefangen umzusetzen. Wir machen ja auch super viel noch mit AJ, gerade die Twitch-Streams und YouTube-Videos und sowas. Also uns kann gar nicht langweilig werden. Weißt du, was ich gemacht habe? Schieß los. Mit Henke habe ich auf Twitch, da haben wir gekocht zusammen. Wir haben Spare Ribs gemacht und Green Beans, Fried Green Beans und hier Kartoffeln und so weiter. Und war richtig cool. Ich bin eigentlich jeden Tag hier, deswegen sehe ich Ben. Treffe ich Ben jeden Tag hier, weil ich hier besser arbeiten kann. Und ich hier jeden Tag vorbeilaufe. Weil es hier Kaffee hat. Ich komme nur auf Toilette. Dann gehe ich wieder Ben, heim. Sehr amerikanisch. Henke hat es auch. Also der erste Bissen war für ihn fantastisch. Beim dritten Bissen hat er schon gemerkt, das ist schwer. Irgendwann hat er dann auch, da konnte er irgendwann nicht mehr weiter essen, weil es einfach viel und schwer war letztendlich. Aber so ist die amerikanische Küche? Ja, so ist sie. Ich habe gestern Fantastische Tierwesen Teil 2 geguckt. Mit dem Geil. Grindelwald. Damals noch Johnny Depp, heute nicht mehr. Aber so, wir hatten eigentlich angefangen, wir haben uns alle im Fitnessstudio angemeldet. Dann sind wir echt auch regelmäßig so 3-4 Mal die Woche hin und haben echt Gas gegeben. Und dann kam dieser Lockdown. Zack! Und alles wieder vorbei. Also Lockdown ist schon manchmal strange, aber ich bin auch ein Held darin, gar nichts zu tun. Ja? Also ich kann nichts tun, ohne mich zu langweilen. Es bleibt ja immer so viel auf der Strecke, wenn man eben viel am Arbeiten ist. Und da kann man jetzt überall reingreifen und sagen, ah, das wollte ich doch mal machen und das wollte ich noch mal machen und das kann man jetzt so. Ich hatte tatsächlich so ein paar Tage drin, wo du abends im Bett liegst und dir einfach nur denkst, wann hört dieser Tag auf? Es ist so langweilig. Ja. Wie bist du durch die Cyber Weeks gekommen? Hast du viel Geld verloren in so Black Friday, der die ganze Woche ging und dann jetzt immer noch? Auf jeden Fall. Also ich habe mir einen Fernseher gegönnt. Ich war auch unterwegs und dachte mir so, boah, ich bin voll stolz, weil ich brauche nichts. Und am Ende hat es mich doch noch erwischt, weil ich mir noch ein Plugin zum Mastering gekauft habe. Ich mache Musik auch. Geil, ich singe manchmal unter der Dusche. Das will ich nicht hören. Er hat ein neues Haustier. Seit einer Woche hat er ein neues Haustier, geht immer zusammen rauchen auf der Terrasse. Das ist nicht so lustig, Alter. Es ist circa so groß. Nee, ein bisschen größer. Das lag nicht an mir. Ich wollte keinen Fernseher kaufen. Ich wurde quasi dazu gezwungen. Aber davon abgesehen, nichts. Tatsächlich kaufe ich wirklich mehr
Ja, tatsächlich. Mehr Zeit online zu schauen. Ich habe mir einen Teppich gekauft. Ja, einen Teppich. Normalerweise, der hat irgendwie 800 Euro gekostet. Jetzt habe ich den gekriegt für 350. Zack. Nein, so viel bestell ich nicht. Alle Auslandslieferungen sind für dich. Laber dann. Auf jeden Fall sollten wir das Beste rausnehmen aus dem Lockdown und so viel tun wie möglich, um uns halt auch selber zu bessern und auch selber voranzubringen, gerade in der künstlerischen Art. Eines Tages wird es bestimmt wieder gut. Also wir sehen uns auch für alle Sachen, die auf dem Tisch liegen geblieben sind oder für alle Projekte, die man irgendwann mal in Angriff nehmen wollte. Wann ist die beste Zeit? Wir kommen uns jeden Tag zusammen, Ja, bitte sei leise, lass uns gehen. Mein Gott! Das ist geil. Okay. Ciao. Ja, vergesst nicht zu subscriben, liken, schreibt einen Kommentar und scherzt und macht diese Notification Bell. Notification Game. Damit ihr alles seht.